bin Thorsten Wedekind, seit 10 Jahren im Asklepios Westklinikum, seit 5 Jahren Stationsleitung der Station mit Schwerpunkt Krankheitsverarbeitungsstörung und Krisenintervention. Auf unserer Station behandeln wir Patienten mit Krankheitsverarbeitungsstörungen. Das bedeutet Patienten mit einer körperlichen Erkrankung oder mehreren, die daraufhin seelisch erkranken. Die kommen zu uns und unser zweiter Schwerpunkt ist Krisenintervention. Das bedeutet Patienten in einer aktuellen Lebenskrise, die schnell einen stationären Platz brauchen, können auch zu uns kommen. Wir haben Platz für 18 Patienten und wir arbeiten nicht in Berufsbekleidung, klassisch Pflegekraft, sondern wir arbeiten in Zivil mit Namensschild. Wir wollen zum einen vermitteln, halt nicht klassisch Krankenschwester oder Krankenpfleger zu sein, sondern durchaus, dass wir ein Konzept haben, wo wir Gespräche führen in einer guten Atmosphäre, ohne viel Krankenhausatmosphäre eigentlich. Die Aufgabe der Pflege beinhaltet hauptsächlich, den Therapieprozess zu begleiten. Und immer eine Rolle spielt auch die Beziehungsarbeit zu den Patienten, weil nur so lässt sich adäquat psychosomatische Störungen gut behandeln. Haupttherapieform sind bei uns Kreativtherapien vor allem, weil es ein bisschen anderer Zugang ist als nur das Sprechen. Und das eine ist Bewegungstherapie und das andere ist Kunsttherapie. Zum einen ist der Standort sehr günstig für psychosomatische Erkrankungen. Also wir haben hier viel Wald und allgemein viel Platz, wo der Stress vom Alltag manchmal in den Hintergrund gut rücken kann. Und zum anderen, mich persönlich interessiert halt an dem Fachgebiet die Lebensgeschichten, die Biografien und daran dann mitzuwirken bei der Genesung.